Der erste Aspekt ist das große, weite Feld der Interaktion mit Frauen auf amoröser und sexueller Ebene. Das Ansprechen von Frauen, das angeregte Flirten mit ihnen und ja auch das Verführen selbst. All das, so sieht die Natur nun mal vor, ist Männeraufgabe. Und wenn man diese völlig normalen Abläufe gesellschaftlich skandalisiert, dann geht nicht nur das männliche Selbstvertrauen in den Keller, sondern eben auch die Testosteronwerte. Man hat ja schon zahlreiche Tests gemacht, nach denen allein schon die Nähe zu schönen Frauen zu einem Anstieg von Testosteron führt. Also hier zum Beispiel, hier steht ja, dass besonders bei dominanten bzw. aggressiven Männern der Fall sei. Aber gemeint sind hier halt Männer, die bereits gesunde Testosteronwerte haben. Und bei denen sind die Spikes halt besonders zu beobachten. Oder hier eine weitere Studie, hier hat man die Testosteronwerte bei zufällig ausgewählten Skateboardern verglichen. Zur einen Hälfte wurden die von einem männlichen Forscher zu irgendwelchen Skateboard-relevanten Themen befragt und zur anderen von einer attraktiven jungen Frau. Jene, die es mit der Frau zu tun hatten, zeigten nicht nur fast 40% höhere Testo-Werte auf, sondern auch gesteigertes Selbstvertrauen, welches sich nun mal durch höhere Risikobereitschaft ausdrückt. Wenn du dich also von Frauen fernhältst, aus welchen Gründen auch immer, und du keinen Bock hast, Risiken einzugehen, den ersten Schritt zu machen, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn deine T-Levels den Bach runtergehen. Der zweite Aspekt, der nachteilhaft für dein Testosteron ist, ist die pauschale und inflationäre Verteufelung von Cholesterin und gesättigten Fettsäuren. Das Problem hier ist, dass Cholesterin zwingend notwendig für die Produktion von Testosteron ist und ein Mangel tatsächlich bewirken kann, dass Testosteron in Östrogen umgewandelt wird. Wenn du also mehr Testosteron willst, dann ist es das Schlimmste, was du überhaupt nur tun kannst, dein Cholesterin und dein Fettkonsum zu senken. Und was sind die primären Quellen von Cholesterin und Fett? Na, Fleisch, Milchprodukte und Eier. Kann ja jeder mal drüber nachdenken. Die seit einiger Zeit propagierten Insekten als Nahrung, die sind übrigens äußerst fett- und cholesterinarm. Das mal ganz nebenbei. Also ich selbst bin ja auch Vegetarier. Im Sinne von auch, also neben den Unmengen an Fleisch und auch Rohmilch, die ich verzehre. Meine Infoquelle für diesen Punkt hier ist übrigens, wie schon mal erwähnt, Dr. Berg auf YouTube. Kannst ja bei dem mal Cholesterol, Testosterone, Raw Milk und von mir aus auch Soy Products eingeben und dich informieren.